Für mich ist ja Rust manchmal wirklich so ein bisschen Wandersimulator. Wenn wir nicht gerade irgendwie von einem Bären oder sowas angegriffen werden. Ich genieße das oft ein bisschen. Vor allen Dingen seit den Texturen, die sich da immer ein bisschen verändern und schöner werden. Oh, schau dir an, da kommt ein Baumstämmchen zum Sammeln. Steinbruch betreten. Oh, jetzt hat es gerade kurz wieder gestockt. Ne? Hier sieht man es jetzt. Sieht schon ein bisschen besser aus als vorher. Oh, wir haben gar keinen Platz. Hier ist der Steinbruch. Ich darf jetzt wohl nicht einfach durchlaufen, sonst kommt Stefan wieder. Du musst das zeigen. Wo sind wir denn überhaupt? Aha, Oh, ich bin ja da. Da muss ich ja hin. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit auf den Steinbruch-Dingens hier fixiert, aber das war ja. Das war ja falsch. Oh, ich sehe, wir sind ja in einer neuen Folge. Habe ich jetzt erst gesehen. Schon eine Minute, eineinhalb. Das tut mir leid. Dieses Mal habe ich es verpasst. Oh, was ist denn hier los? Ist das der Stein der Weisen? Ich bin ein Stein. Ein kleiner Bug. Der hier auch, ne? Sind das Steine, die Stefan gelegt hat, vielleicht? Da hat er uns Steine in den Weg gelegt. So, ich muss hier lang. Ach ja. Meine Hand schläft wieder ein. Alter, ich habe so lange nicht aufgenommen, fällt mir ein. Meine Freundin hatte ja noch eine Woche Ferien. Ich muss, glaube ich, die Waffe weg. Ne? So, ich halte jetzt das in den Händen. Ja, ich habe eine Weile nicht aufgenommen. Meine Freundin hatte ja Ferien und ich habe vorproduziert, damit das irgendwie funktioniert. Und da wusste ich ja noch nicht, dass ich, okay, es ist immer noch. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es ist noch nicht. Ich kann euch die Nines ersparen im Moment. So, jetzt hat der Stefan mir kürzlich mal geschrieben, so von wegen, ich hätte da was übersehen oder nicht gezeigt. Die Frage ist, wo ist das? Das ist nicht das. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt schon steht. Da ist die Bank. Da haben wir die Bar. Irgendwo müsste so eine Art Hotel sein oder sowas. Die Frage ist nur, wo? Vielleicht fehlt das jetzt auch. Ich weiß es nicht. Ich suche mal eben. Aber ich glaube, falls es schon steht und ich hätte es nicht gesehen, wird mir sicher Stefan wieder schreiben. Hey, das war doch da und da. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch Stefan hier nicht mehr viele gemacht hat in der letzten Zeit. Ich glaube, da wird aktuell eher anderes Zeug gemacht. Aber ich kann mich auch täuschen. Und vielleicht mache ich ja dann wirklich auch mal ein bisschen Rust-Pause, wer weiß. Ich kann es noch nicht sagen. Aktuell ist es halt alles ein bisschen viel. Aber das habe ich schon gesagt.
Oder ist sie hier? Saskias Stundenhotel, hier ist es. Hi, du. Wenn du dich kurz ausruhen willst, dann geh rein und leg dich hin. Ich passe auf. Na du? Hey, nicht hier draußen? Was? Ich hab doch gar nichts gemacht, oder? Oh, da liegt ja einer rum. Der Flo. Wie, du gehst schon wieder? Ich bin doch immer noch drin. Oder liegt noch einer? Der Luriko. Kann ich mich hier hinlegen? Ah, ich muss mal kurz ein bisschen strecken. Okay, also so spannend war das jetzt nicht. Ich hab gedacht, da will mir Stefan was ganz Tolles zeigen. Oder mich auf ganz was Tolles aufmerksam machen. Und dann nur sowas. Das ist ein bisschen... bisschen wenig. Naja. So, was haben wir denn hier? Da wohnt jemand. Mit einem exzellent schönen Dach. Das könnte fast von mir sein. Oh, ein Abwurf. Das könnte wirklich ein Dach von mir sein. So schöne Dächer kann ich auch sehr gut bauen. So, warte. Ich könnte ja in der Stadt noch ein bisschen mein Zeug verkaufen. Ein bisschen Kohle machen. Kohle, Kohle, Kohle. Alter, was ist los? Da leckt der rum. Wer bist du denn eigentlich hier? Ach so, einfach nur eine Wache. So, da oben ist der Zeusch. Was haben wir denn so bei, was wir verkaufen könnten? Wir können den Stein verkaufen. Verkaufen. So, wo fangen wir denn an? Weil ich brauche das ganze Zeug im Moment eigentlich gar nicht. So, verkaufen wir den Stoff? Wie viel Stoff haben wir denn? 107. 107, das heißt, das hier und dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So, was haben wir noch? Hat der noch irgendwas, was wir verkaufen können? Wie, verfaultes Fleisch. Wer kauft denn verfaultes Fleisch? Das ist ja ekelhaft. So, wir haben hier eine solche Kamera. Und auch ein Zieldingens hier. Können wir beide verkaufen? Das gibt Geld. Wir sind der Money Man. Oder Man Money Boy. Nee, der ist der lieber nicht. was haben wir noch? Was könnten wir denn noch verkaufen? Können wir das Ding irgendwo verkaufen vielleicht? Aber wo? Wenn, dann da wahrscheinlich, aber da war ja nichts. Nö. Hat's irgendwas mit Sprengstoff? Bomben vielleicht hier. Hier, C4. Das gibt Money. So, hat das Ding... Das Ding hat schon abgeworfen. Ja, können wir ja mal gucken gehen. Wenn wir schon hier in der Nähe sind... Dann gucken wir doch gleich. Da sehen wir sie ja in der Luft. Unser Airdrop. Lalalalalala.
So, wir müssen auch die Waffe wieder ziehen können, oder ohne dass wir in der Hauptstadt im Handelscenter erschossen werden. So, jetzt gib mir bitte was Schönes. Die Frage ist, was will ich denn überhaupt? Was könnte mir da droppen, was ich gerne haben möchte? This is the question of Sebastian. Was haben wir da? Okay. Nichts, was uns angreifen möchte. So, wo ist es denn? Wo ist es denn? Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht, ja, ob ihr damit einverstanden wärt, wenn ich bei Rust tatsächlich mal ein Päuschen machen würde. Und dann vielleicht mal wieder weitermache, wenn es etwas ganz Neues gibt, was man unbedingt gesehen haben muss. Habe ich jetzt gerade geträumt oder das war doch jetzt hier irgendwo? Bin ich jetzt daran vorbeigelaufen? Ich dachte, ich hätte den Airdrop gesehen. Ich bin blind wie ein Huhn und ich habe nichts zu tun. Alter, wo ist denn der? Der müsste doch hier irgendwo sein. Wo bist du, mein Airdrop? Da ist er. Da liegt er rum und sagt nichts. So, was haben wir drin? Nix, nix. Also ist okay. Und das ist auch okay. So, eine schmeißen wir weg. Und dann machen wir mal hier. Ich habe natürlich wieder einen Home gesetzt. Obwohl, ob das in der Nacht eine gute Idee ist, wir sehen da eh nichts. Naja. Naja, naja, naja. Und wir haben natürlich auch kein Holz, um hier das Feuerchen anzuzünden. Oder haben wir hier vielleicht noch Holz drin? Nee. Können wir noch kurz Holz besorgen vielleicht? Haben wir hier gerade ein Bäumchen? Ja. Naja, ein Bäumchen ist ein bisschen übertrieben. So. Lebt denn der alte Holzmischel noch, Holzmischel noch, Holzmischel noch? Lebt denn der alte Holzmischel noch, Holzmischel noch? Jo, er hockt noch, er hockt noch, er hockt noch. Eieiei. So, lululululul. Wir brauchen Holz für die Nacht, sonst sehen wir nichts in unserem Kabuff. Ich glaube, wenn es Tag wird, gehe ich dann mal gucken, ob die Stadt denn schon wieder steht. Weil ich weiß, die müsste wieder stehen. Ich habe jetzt auch den neuen Code irgendwo aufgeschrieben. Die Frage ist nur wo, also für die Türen.
Da muss ich dann nachher mal gucken, ob ich die noch irgendwo hier liegen habe. Alter, triff doch. Hast du gesoffen oder was? So, ich muss jetzt rein, weil sonst sehe ich die Dingens dann nicht mehr. Oder haben wir auch noch ein bisschen Holz? So. Auf geht's. Und schnell dahin. So, dann machen wir mal an. Da kicken wir noch drin. Und schmeißen wir einfach mal alles Holz rein. Und hier packe ich mal das hier rein. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte es halbieren, egal. So, ich will, dass das Fleisch rausdroppt. So, haben wir da eigentlich was drin? Oh, wir könnten. Wir könnten hier noch ein Teil rauspacken und da reinhauen. So. Das wäre ganz gut. So, was haben wir hier alles drin? Hier diesen ganzen Kabuff-Kackmüll brauche ich eigentlich gar nicht. Könnte man die eigentlich verkaufen? Na, jetzt sind sie weg. Okay, ich hau hier mal das rein. Braucht auch keine Sau. Und jetzt sitzen wir da am Feuer. So, ich guck mal kurz. Wo habe ich denn hier meine. Ich habe doch hier so ein. Ah, da ist es ja. Oh, jetzt ist mir die Brille runtergefallen. Ja, ich habe eine Brille. Aber nur zum Game. Also, die habe ich noch nie oder noch nicht so oft angezogen. Moment kurz. So. Ja, ich habe mir so eine Brille besorgt vor einer Weile. So mit gelbem Glas. Das ein bisschen die Augen schonen soll, wenn man spielt und so. Aber irgendwie, als ich die dann probiert habe, war es immer so verdammt heiß. Und dann hatte ich die immer so schnell schmutzig. Und das war eher so ein bisschen mühsam. So, ich glaube, ich habe hier. Ich glaube, das ist noch der alte Code, den ich hier notiert habe. Warte, ich gucke mal kurz. Kann ich hier, wenn ich hier so raustappe, müsste ja die Aufnahme trotzdem bleiben. So, ich öffne mal kurz. Warte, ich kann das euch ja mal zeigen. Oder nein, kann ich nicht. Kann ich gar nicht. Ich kann euch ja nicht zeigen, wie der Code ist von der Stadt, sonst hockt ihr nachher alle in der Stadt drin. Aber ich mache hier mal, ich mache jetzt nebenbei hier mal Gamer-Gemeindeforum auf. Und ich könnte das ja so machen in neuem Tab. So, dann zeige ich euch das hier mal. Ne, hier ist das Gamer-Gemeindeforum. Ich mach das lieber mal ganz auf, dann seht ihr das besser. Geht da unbedingt mal hin. So, in einem anderen Tab gucke ich jetzt hier mal kurz unter Nachrichten, Konversationen. Ich kann ja hier auch mal kurz was zeigen. Da wurde jetzt ganz viel geschrieben. Da ist irgendwie ein neues Spiel dabei. Ne, seht ihr. Gamer-Gemeinde hat auch ganz viele verschiedene Spiele im Angebot. Hier zum Beispiel Rust, da sind wir drin als einziger. Dann 7 Days to Die. Das spielen aktuell gerade 7 Stück. Dann Empyron oder wie auch immer man das ausspricht. Jetzt neu Projekt Zomboid, kenne ich auch noch nicht. Hier Windsward. Hearthstone ist so ein bisschen nebenbei noch bei, ne? Ja. Ich wollte das mal ganz kurz hier so zeigen. Jetzt im anderen Tab muss ich mal kurz gucken. Hier, Codes. So, da ist der neue Code. Ich muss den mal kurz aufschreiben. Dann können wir nämlich nachher, wenn es wieder Tag ist, können wir da mal vorbeigucken. So, der hier ist nicht mehr aktuell. Den streiche ich mal und dann, jetzt hätte ich ihn fast laut gesagt. Das wäre natürlich nicht so schlau gewesen. Warte. So. Das ist der neue Code. Haben wir den notiert? Gut.
Ja, und ihr seht, man hat ja auch schön Chat. Ich glaube, im Moment ist das Teamspeak nicht aktuell oder läuft nicht oder so, wie ich irgendwo gelesen habe.